A2.3. Berechnen Sie die Länge der Seiten a in dn, der Rechtecke a in b in c in dn in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte a n und ermitteln Sie sodann rechnerisch den Umfang ux der Rechtecke a in b in c in dn. Ergebnis u von x ist gleich 1,25x² minus 10x plus 43,75 Längeneinheiten. Man braucht die Länge der Seiten a in dn. Also gehen wir in die Zeichnung zurück und gucken mal nach, wie diese Seiten a und d in diesem Koordinatensystem drin liegen. Und da fällt sofort auf, aha, die liegen parallel zur y-Achse. Man kann es auch nochmal ganz einfach überprüfen. Hier die allgemeinen Koordinaten. Hier ist die x-Koordinate, also haben wir x als x-Koordinate und hier ist genau die gleiche. Also diese haben immer die gleiche x-Koordinate, die beiden Punkte. So, wie kriegen wir die Länge einer Strecke, die parallel zur y-Achse liegt? Indem man die y-Koordinaten der beiden Punkte voneinander abzieht. Wir brauchen also einerseits den Punkt an mit x und minus 0,5x plus 4 sowie die Koordinate der Punkte dn mit x und minus 0,25x² plus 1,5x minus 4,75. Andn lässt sich jetzt berechnen aus die y-Koordinate des oberen Punktes, das ist der an, minus die y-Koordinate des unteren Punktes, das ist dn. So, setzen wir ein für an 0,5x plus 4. Minus, so, jetzt muss ich unbedingt eine Klammer setzen, hier heißt es ja minus die komplette y-Koordinate und die y-Koordinate besteht aus diesen drei Teilen. Deswegen eine Klammer setzen und dann minus 0,25x² plus 1,5x minus 4,75. Vereinfachen wir, den ersten Teil vor der Klammer lassen wir stehen, da gibt es nichts zu vereinfachen. Und jetzt die Minusklammer auflösen, heißt, ich drehe alle Vorzeichen in der Klammer um. Aus minus 0,25x² wird also plus 0,25x² minus 1,5x plus 4,75. So, und jetzt noch vereinfachen. Nachschauen, wo die gleiche Variable zu finden ist. Die darf man zusammenzählen, wie jetzt hier. Hier ist ein x und hier ein x. Und hier haben wir eine Zahl ohne Variable, hier ebenfalls. Dann folgt daraus 0,25x². Und jetzt minus 0,5x minus 1,5x sind minus 2x. Und 4 plus 4,75 sind 8,75. Und da das eine Strecke ist, ist es natürlich Längeneinheiten lang. Jetzt brauchen wir noch den Umfang in Abhängigkeit von x und den Umfang eines Rechtecks sollte eigentlich jeder kennen, nämlich einfach alle vier Seiten zusammenzählen und beim Rechteck ist es so, die gegenüberliegenden Seiten sind gleich lang, also kann man sagen, zweimal die Strecke andn plus zweimal die Strecke zum Beispiel anbn. andn kennen wir jetzt schon, die steht hier. Jetzt brauchen wir noch anbn. Ja, da wissen wir was aus der vorherigen Aufgabe. Da heißt es hier, die Strecken anbn sind genauso lang wie 1,5 mal andn. Also nehmen wir jetzt einfach diese Aussage her und ersetzen das anbn durch 1,5 mal andn. Ist gleich 2 mal andn plus 2 mal und dieses anbn ersetzen wir jetzt 1,5 mal andn. Jetzt können wir vereinfachen. Den nächsten Teil nochmal abschreiben. So, und 2 mal 1,5 sind 3 mal andn. 2 mal andn plus 3 mal andn sind dann insgesamt 5 mal andn.
Und an dieser Stelle setzen wir für a n d n unsere Zahlen hier oben ein. Also 5 mal, Klammer auf, 0,25x² minus 2x plus 8,75. Das wird jetzt noch ausmultipliziert. 5 mal 0,25 sind 1,25x². 5 mal minus 2x sind minus 10x. Und 5 mal 8,75, das sind die 43,75. Längeneinheiten, die hier oben auch in der Aufgabe stehen. 1,25x² minus 10x plus 43,75 und das haben wir hier an dieser Stelle auch rausbekommen. Und damit wäre jetzt die Aufgabe gelöst.